Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 1 bei Dave Dern TV. Ich wollte die Folge, ich hatte gerade noch mein Soundboard noch mal ein bisschen ausprobiert, was ich da alles für Töne bisher eingestellt hatte. Unter anderem auch den Trommelwirbel. Und den habe ich jetzt einfach mal zum Folgenbeginn genutzt. Ja, willkommen zurück. Freut mich sehr, dass ihr alle wieder dabei seid. Sogar auch, was heißt sogar? Vor allem auch natürlich die Leute, die gerade live bei twitch.tv/DaveDernTV zuschauen. Ein Link wie immer in der Videobeschreibung unten. Ihr kennt das Prozedere ja wahrscheinlich. Es sei denn, ihr seid neue Zuschauer und schaut einfach jetzt, fangt einfach mittendrin an, das Let's Play zu schauen. Das soll es ja auch geben, denke ich mal. Wir sind mittlerweile in Ägypten angelangt. Das ist der dritte große Bereich des Spiels und ich glaube auch der vorletzte. Wir waren hier oben schon zu Gange und haben beim letzten Mal, also gestern, hier oben ein Secret gefunden, was eigentlich sehr, sehr geheim war. Jetzt müssen wir mal gucken, wir haben den Schalter hier schon umgelegt. Wir können ja jetzt hier, also unser Ziel ist im Prinzip, das sehen wir hier in der Mitte, es gibt hier Artefakte, die wir einsammeln können. Und ich sehe gerade, dass schon zwei Brücken aktiviert sind. Da muss ich jetzt mal schauen, weil ich kann mich dran erinnern. Da muss ich jetzt gleich mal schauen in unser Inventar, was wir haben. Wir haben ein Artefakt bisher, das heißt eine Brücke. Das, was bei einer Brücke ist, dürften wir wahrscheinlich noch nicht eingesammelt haben. Kann das sein? Oh. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Wobei, wir können ja mal gucken. Also das haben wir... Tja. Gute Frage, nächste Frage. Wie komme ich denn... Da ist ein Schalter. Hier unten hatten wir alles, ne? Hier unten ist noch eine Tür, die wir öffnen können. Übrigens wäre es wieder dabei, natürlich auch nochmal am Anfang eine Rollcall sozusagen, wie man das gerne auch bei Stream, bei Speedrun-Events zum Beispiel nennt. Der Super Flash Crash, Literal Steel ist das erste Mal dabei, live. Und der Starkiller ist dabei, Fenris ist dabei, Platin Kicks ist dabei, Milplazer ist dabei, das erste Mal auch live, soweit ich das gesehen habe. Sparky Baby, Doc Mabuse ist da, Game MVA ist auch da und noch einige andere Leute, die gerade zuschauen, aber noch nichts in den Chat geschrieben haben, was auch vollkommen okay ist, wie ich immer gerne sage. Aber ich habe natürlich auch nichts dagegen, ganz im Gegenteil, wenn ihr euch mit mir, mit Lara, mit allen Leuten unterhaltet. Hier sind wir, genau, hier haben wir beim letzten Mal ordentlich aufgeräumt. Sehr fleißig waren wir da. Ich glaube, ich gehe mal eben hier nochmal hoch. Ich möchte nämlich nochmal zu einem höher gelegenen Ort kommen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob das hierher war, wo wir hier rauskommen. Das sieht gut aus. Doch, das sieht gut aus. Tatsächlich. So, den Schalter hatten wir auch umgelegt. Damit hatten wir nämlich dieses Ding hier runtergeklappt. Das ist ja so das Ziel momentan, ne, wie gesagt. Und da kommen wir hier hin. Tatsächlich, guck mal hier. Das hatten wir noch gar nicht. Das Ankh ist das, glaube ich, sogar. Das hatten wir noch gar nicht eingesammelt. Machen wir das doch mal. Genau. Und die Tür müssen wir noch öffnen. Die Lara ist auch dabei, das stimmt. Ich sollte vielleicht mein Thema ein bisschen wegstellen vor, weil das steht nämlich gerade vor den, vor der Kilobit-Rate vom Stream. So. Ob ich das auch ein bisschen im Auge behalten kann. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier weiter? Also wo, an welchen Schalter können wir jetzt wo ran? Und wie? Das ist jetzt die große Frage. Die Preisfrage. Ich weiß zwar nicht, welchen Preis es dafür gibt, aber vielleicht gibt es da irgendeinen für. Mal gucken. Wir könnten... Ich könnte versuchen... Ja gut, da hinten komme ich ja hin, ne? Eigentlich würde ich annehmen, dass ich da jetzt noch nicht war. Schöne Möbeleinrichtung. Schöne Möbeleinrichtung? Was? Wo? Ach, hier meinst du, hier oben? In dem Kabuff, wo wir gerade durchgelaufen sind? Ja, finde ich auch. Ja, ja.
Oh, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Das haben wir beim letzten Mal auch so angeteasert gesehen. Da habe ich, glaube ich, noch gesagt, aber da kommen wir mal irgendwie hin. Ja, sicher, das. Genau. Ist auch interessant hier, das Gebilde. Ich weiß auch nicht, was das, wie das genau alles konstruiert ist hier. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Vor allem sind das, glaube ich, auch nur Sandblöcke. Und das könnte auch Sandstein sein. Dann würde ich schon eher verstehen, dass der so konstruiert ist hier. Aber... Ha. Okay. Ach, der Spaß ist das. Ja, ja. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Alles klar. Ich kann mich erinnern. Genau. Hier ist nämlich jetzt eine etwas längere Hangelpartie. So sieht es nämlich mal aus. Zeit für mich, wie immer, ein bisschen Tee zu trinken. So. Genau, jetzt können wir uns nämlich hier runterlassen. Speichern mal eben hier. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Wir haben ja schon einige Speicherstände angelegt, aber... Lieber zu viel als zu wenig. Nun bin ich auch wieder zahm mit leckerem Aprikosentee. Das klingt sehr, sehr famos, möchte ich gar meinen. Zitronen, sag ich schon. Aprikosentee. Habe ich, glaube ich, auch noch nie getrunken. Wüsste ich jetzt nicht. Jetzt, was ich auch nicht weiß, ist, wie ich mich jetzt da oben ranhangeln kann. Weil in diesem ersten Teil muss ich vielleicht noch mal kurz in Erinnerung rufen für Leute, die vielleicht die... also Tomb Raider 2, Tomb Raider 3 oder so, Tomb Raider 4, Tomb Raider 5 kennen, aber vielleicht nicht den ersten. Sie hat ja mit jedem Teil, also unsere Lara hier, ne? Aha. Genau sie. Sie hat ja mit jedem Teil so ein bisschen mehr dazugelernt. Und im ersten Teil kann sie, wenn man es jetzt hart ausdrückt, noch so gut wie gar nichts. Dazu gehört auch, dass sie sich nicht um Ecken hangeln kann. Also wenn jetzt hier, zum Beispiel im vierten Teil, könnte sie jetzt hier um die Ecke. Kann sie hier nicht. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden, wie wir das bewerkstelligen. Andererseits, was würde uns... Tja, ja gut, wir könnten da oben hin, ne? Da könnten wir uns dann hinhangeln, das stimmt natürlich. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Oh, okay. Ach, da wird jetzt, glaube ich, aus dem... Werden da jetzt Stufen raus? Das klang sehr danach. Ja. Wäre auch fies, wenn das jetzt zeitgesteuert wäre. Würde ich dem Spiel aber auch zutrauen, so ist es nicht. So. Wobei, jetzt brauchen wir uns erst recht eigentlich nicht mehr ranhangeln. Wie grimmig sie auch dabei immer guckt, ne? Finde ich süß. Schon knuffig. Mist. Das war ein Handy, ja, die ein. Das Wittige, man ist nur Freund. Sehr gut. Bleib mal locker. Oh, zwei Schalter sogar. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Schöne Überraschung. Ach, bei Wissen macht A war alles mal irgendwie Thema. Deswegen, oh, da ist ein Medipesh. Gerade noch gesehen hier im Augenwinkel. Und wir sind, glaube ich, jetzt wirklich ganz, ganz oben. Oh, Moment. Wir sind jetzt da, wo ich mich gestern, glaube ich, gefragt hatte, wie man da hinkommt. Ja, tatsächlich. Cool. Und um damit auch ein weiteres neues Ärztelied, also neu zum Zeitpunkt der Aufnahme, zu zitieren, aus Fexo Sigol. Jetzt schließt sich endlich der Kreis, denn ich weiß, was ich weiß. Ach ja. Hier noch irgendwas drauf? Nein.
Ach, hier, ja genau, vor der Tür standen wir ja auch vor. Und da hatten wir uns gefragt, also ich sage immer wir, aber eigentlich habe ich mich gefragt, ihr wusstet es wahrscheinlich schon, wie man da reinkommt. Cool. Es ist nur die Frage, haben wir einen Vorteil dadurch, wenn wir jetzt hierher gehen? Wir müssen da... dahin. Eigentlich können wir das ruhig machen. Ach ja. Wobei. Ach guck mal, jetzt sind wir. Den Raum, ja stimmt, wir kennen den ganzen Raum ja schon. Daher kam mir das auch bekannt vor. Da hatten wir das auch nämlich gesehen hier. Oh, da war ein bisschen. Bisschen knapp, Frau Croft. Hör mal. Ja, ja. Ich verkürze das jetzt einfach mal alles ein bisschen. Ja, ich muss häufiger wieder speichern. Andererseits finde ich es einen Fortschritt, dass ich nicht mehr so häufig speichere, wie vielleicht in anderen meiner Tomb Raider Let's Plays, aber was heißt Fortschritt, wenn ich dadurch halt natürlich dann wieder viel, oder ja gut, so viel müssen wir jetzt nicht wiederholen hier, aber ne? Und ich glaube... nehmen wir dich mal. 11 Schüsse ist zwar nicht so viel, aber besser als 10 Schüsse. Ich finde auch dieses genervte Geräusch, was sie immer so machen, ist... finde ich immer so geil. Aha. Oh, falsche Taste. Wow! 3 Schüsse und weg sind sie? Krass. Das war überraschend. Okay. Ich weiß, was ich gegen euch jetzt immer einsetze. Wenn ich denn immer genug Munition habe. Und dich nehme ich auch sofort. Ach, dieses Geräusch, ey. Ich glaube so, dieses, das Feedback-Geräusch, was sie jetzt gibt, wenn sie so Sachen, also wenn sie ein Medpack nimmt, dieses, das könnte man, glaube ich, heutzutage nicht mehr ohne weiteres in ein Spiel einbauen, weil dann alle sofort sagen würden, sexistisch, die Frauen werden unterdrückt und bla und blub und hast nicht gesehen. Da ist ja, musst du ja bei jedem kleinen Furz aufpassen, was du irgendwie, manchmal auch begründet, ja klar, auf jeden Fall bin ich der Letzte, der da was gegen hat, aber manchmal auch ein bisschen übertrieben. Aber gut, das ist eine Diskussion, die jetzt nicht hierher gehört. Twitter brennt dann wieder, ja, und sowas von. Und das kannst du dann auch nicht mehr löschen irgendwann. Das ist das größte Problem daran. Irgendwann ist der Brand so stark, dass du es einfach nicht mehr gelöscht kriegst. So, jetzt ist die Frage, hier bin ich ja eben abgekratzt. Deswegen speichere ich hier nochmal. Ah, schön. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse, hätte ich mal drauf achten müssen, wie viel Schuss man immer damit einsammelt. Ist das immer dieselbe Anzahl? Würde ich mal annehmen, ne? Weiß das jemand von euch? Zufällig? Wenn ja, schreibt's doch gerne mal in die Kommentare. Ja, das auch gerne auf YouTube natürlich, aber auch gerne in den Chat hier. Falls es jemand von euch weiß. Jetzt mal gucken. Ja, eigentlich können wir ruhig runter, ne? Ja. Bin wahrscheinlich jetzt ein bisschen Umweg. Gegangen. Boah, Mann. Ach, da liegt Munition.
Dachte schon, hä, was hat... Zwei Patronen in einer Box. Okay. Klingt ja jetzt nicht nach so viel. Aber andererseits, man wird halt hier nicht so zugeschissen wie bei Tomb Raider 4. Das ist wohl wahr. Da wird man mit Munition, also da wird man wirklich gut zugebombt im Vergleich. Hier ist das alles noch ein bisschen gediegener. Das ist auch eine Tür, glaube ich, oder? Ne, sieht sehr spannend aus hier. Was ist das denn? Warum bist... Nee, es ist ein Schalter. Ja, so geht's mir auch gerade, Lara. Aha. Ja, ist so. Brauchst du gar nicht so zu tun. Vor allem, hier, Verschwörungstheorie. Pass mal auf. Sie hält nichts in der Hand. Und was hält sie überhaupt in der Hand und was machen sie da gegenseitig mit sich? Warum? Und ich möchte, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es wissen will. Ehrlich gesagt, manche Sachen, die bleiben vielleicht einfach unerforscht. Wahrscheinlich haben sogar die Hieroglyphen hier drauf auch irgendeine Bewandtnis. Auch das würde mich mitnichten wundern. Und mit Neffen sowieso nicht. Das ist ein Gummihühner, glaube ich. Also ich würde es den Devs schon zutrauen. So als Gag einfach nur. So. Genau. Da können wir doch jetzt das letzte Teil bekommen. Nee, vorletzte Teil. Wir haben das Ankreuz, genau. Wir haben zwei Teile des Kirons, wir haben das Auge des Horus und wir haben das Siegel des Anubis. Ich habe früher, also als ich so jugendlich war, was auch schon ein bisschen her ist, ja, habe ich mich tatsächlich sehr für Ägyptologie und ägyptische Mythik und sowas interessiert. Und tue ich eigentlich immer noch. Ich habe hier auch noch einige, es gab mal so ein, so eine Magazinreihe, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. War das Ägypten einfach? Hieß sie einfach nur Ägypten? Da gab es immer so schwarze Figuren von verschiedenen, von Tutankhamun und sowas alles. Und von irgendwelchen, von Nofretete und von wem nicht alles. Da waren sehr, sehr coole Sachen dabei. Und die habe ich mir, glaube ich, alle gekauft damals. Ich weiß gar nicht, ob ich die Zeitschriften noch habe. Hier war ich noch gar nicht drin, kann das sein? Ich glaube, da war ich noch gar nicht drin. Nee, ich glaube nicht. Das nutzen wir doch mal. Da hätte ich auch runtergekonnt, okay. Was haben wir denn hier? Es ist ja sehr verwinkelt hier. Gefällt mir. Aber ist auch nicht ohne. Hallo. So. Gucken wir mal. Oh, schön. Ein Sekret. Hier gibt es ein Secret im Raum oben. Das hattest du, glaube ich, du meinst wahrscheinlich das hier, ne? Gehe ich jetzt mal stark von aus. Schön. Du hast es von selbst gefunden. Lull. Genau. Wofür steht eigentlich Lull? Also LOL weiß ich ja. Ne? Laughing out loud und so. Das weiß man ja. Aber wofür steht das U in Lull? Würde mich mal interessieren. Hallo. Da hinten ist Muni. Die holen wir uns auch mal. Damit hast du alle in dem ich habe alle Geheimnisse in dem Level gefunden. Ja, dafür gebe ich doch nochmal extra hier. So. Nochmal ein extra Secret Sound.
and the sound of secrets.